So. Der Ventilator läuft. Ich bin wieder da. Oh Mann, ey. Weiter geht's. Ja, ich bin gerade so am Überlegen, wo will ich denn jetzt eigentlich hin? Licht da einfach, eigentlich würde ich in die Richtung, wo die Quest jetzt ist. Wahrscheinlich, ne? Was gibt's denn hier oben? Ist voll krass in dem Spiel, ey. Man kommt überall hin. Wenn man da hin will. Was haben wir denn hier? Teilweise fehlen so ein bisschen die Soundeffekte, kann das sein? Achso, geht's dann nur wieder zurück? Ja. Hier geht's noch wieder zurück. Warum auch immer ich hier noch so eine Objective hab? Ja, da vorne ist ein Quick-Travel-Ding. Weil man ja sowieso immer Quick-Traveln kann. Irgendwie kann ich mich daran nicht gewöhnen. Ein Fast-Traveln wäre erstmal nach Hause. Und upgraden unsere Roboter ein bisschen. Schöne Animation. Ja, diesmal haben wir nicht so viel Kerne. Nächstes Mal gibt es wieder mehr. Haben wir von den oben und von den unteren aber nur 0 und 1? Ah, Mann. Irgendwas fehlt immer. Die ganzen Silberdinger kann man noch nicht herstellen. Da haben wir viel zu wenig von. Ah, dann lohnt sich wahrscheinlich nicht, denn lieber Kerne, weil die Drops sind dann doch irgendwie zu wenig. So, ja, der Crowhead ist einfach, der ist einfach saugeil. Wir warten wahrscheinlich eine Weile. Sage ich, und der Blues Holy Dog ist aber schon krasser. Ja, dann warten wir den doch nicht eine Weile.
Da haben wir schon die Blue Salty Dog Sachen an. Vielleicht kriegen wir das Set ja zusammen. Die sind ja auch krass, ey. Haben wir noch einen Blue Salty Dog? Wir haben 3 von 4 Blue Salty Dog Dinger. Ja, 3 von 4 reicht nicht. Das Hinterteil, das passt nicht. Du Hatchling oder White Widowmaker. Das sind oben unsere 45. Das sind 45, 55, 59. Und das unten sind 38, 46. Und bleiben wir bei dem. Hey Sniper Kitten! Lang nicht gesehen. Wie geht's? Wobei der viel cooler aussieht. Aber der ist leider einfach besser. Ja, die Widowmaker-Sachen sind leider nicht so geil. Dafür sind die Blue Hatchling-Dinger umso besser. Aber wir haben nicht alles für das Set. Letzten Tage vom Urlaub, ach schön. Ja, bei mir auch alles gut. Ich bin gerade so ein bisschen, oder ich war jetzt gerade irgendwie ein paar Tage krank. Bin deswegen immer noch so ein bisschen am Husten. Nichts Schlimmes, nur eine Erkältung, aber... Bin dementsprechend immer noch so ein bisschen angeschlagen, auch wenn es eigentlich schon vorüber ist. Ja, so richtig viel Zeugs haben wir nicht da. Haha, wie erleuchtet, ey, wie so ein Weihnachtsbaum. Witzig. Da müssen wir hin. Damit wir wieder fast traveln können. Hey, Violet. Dahin wollten wir. Ja, dementsprechend entspannten Freitagabend, wo ich dieses Spiel mal ausprobiere. Das gefällt mir bisher echt sehr gut. Auch wenn es teilweise ein bisschen eigenartig ist. Aber macht Spaß. Mit dem letzten Spiel, Trackmania, sind wir endlich durch. Das war übelst krass. So. Ja, eigentlich müssen wir da in die Richtung, aber ich will mal noch gucken, was hier überall drum liegt. Achso, nee, müssen wir da in die Richtung? Wir müssen anscheinend da in die Richtung. Genau, und da geht's wieder zurück und da müssen wir hin. Was leuchtet denn da? Was leuchtet da?
fällt denn der aus? Schön die Kerne aus dem rausziehen. Gimmi, gimmi, gimmi. Haben wir gerade gefunden? Haben wir hier einen Dungeon gefunden? Armory Flux. Och, keine Ahnung, ob ich da drauf jetzt Bock hab. Ob wir das nicht irgendwie später machen. Gibt's auf jeden Fall überall was zu entdecken. Ach komm, da kommt man doch hoch, oder? Du halt dich doch mal da fest. Sehr gut. So war ich schon. Stehen da drüben und sind aber voll aggro, ja. Was kann ich leiden? Ah nein, komm her! Gib mir den Kern! Ach komm! Tada! Ach komm, jetzt haben die anderen mich umgehauen, oder was? So eine Scheiße. Mal.
Nur noch Scheiße mit der Scheiße. Meine ich die anderen Sachen jetzt schon? Ja, ne? Nein, so. Wollte eigentlich nochmal springen. Irgendwie ging es gerade nicht. Voll gut. Da oben ist eine Truhe. December 2083. It was good to rest, but even better to wake and see all the progress the core bots have made. The foundry is up and running, thanks to Victor, and exceeding core production targets. The pylons are ready for activation. And I've received news from the evacuation ships. They're safe, and about to start deceleration into the Far Eden system. Now that the communication lag is only days instead of decades, the Mandate wants to send me a large data package. Firmware updates for the core bots. I'm not sure what they've created that they think will improve on my original design, but no matter. This must be the security gate Kai told us about. But there's no way we can move those rocks. Let's see if we can find a different way through. Far Eden can succeed. Okay, also diese Steine zerstören, das wäre ja genau das, was ich schon mal meinte. Da werden wir bestimmt gleich irgendwas finden, damit wir die zerstören können. Immer ein bisschen doof, wenn die was erzählt, während wir ein anderes Gedöns hören. Oh, naja. Die leuchten so hell, ich dachte, da wäre irgendwas. Und da hochkommen. Wahrscheinlich muss man, kann man dann irgendwie später auf diese Luftströmer die nach oben spülen lassen. Ach du Scheiße, die sind ja übelst gut. Oh Gott, die sind ja übelst stark. Die nicht.
good. Yellow Salty Dog. K9, okay. Tada! Was? Kann ich jetzt zerschießen? Muss ich die ganze Zeit schon zerschießen? Waren das jetzt andere Dinge als die... Ja, eigenartig. Let's go. Another crawler? I thought this zone was off limits. Vielleicht treffen wir jetzt hier noch jemanden? Hello? Is anyone here? Look at this. Victor. He did something to the Corbots. And then he ordered them to attack the crawlers? Why would he do that? Ah, die Person schläft gerade nur. Ach so, nee, sie ist tot. They cracked the tube. And then he never woke up. Ach, wir kriegen einen Roboter. You drew that, didn't you? This is your crawler. Your companion inside the tube. Victor attacked the crawler. But you couldn't stop him on your own.
Ah, der kann die Steine aus dem Weg räumen. Victor hurt my friend too. His name is Kai. What's your name? Duncan. I'm Jewel. This is Mac and Seth. No, they're not with Victor. They're with me. We're going to the E Tower to stop Victor and save Far Eden. Will you help us? Good. And I know the first thing you can do. Sehr gut. Aber hier haben wir anscheinend keine Werkbank, ne, um die zu upgraden. Doch, hier ist eine Werkbank. Ne, die kann ich anscheinend nicht benutzen. Ach, das ist doch irgendwie doof. Those evil robots in the movies we used to watch would always say, humans are imperfect and dangerous. They must be destroyed. But that makes no sense. I mean, the robots are imperfect too, right? Otherwise, why would they attack us? But what I mean is, perfection. It's the wrong goal. What really matters is balance. So, when I started to design the AI for the cores, I didn't try to make a single perfect intelligence. Instead, I designed three separate personalities. A brave one, a fearful one, and a cheerful one. To keep them straight, because you know how messy I can be, I gave them different colors. Red, yellow, blue. And my hope was that, together, these personalities would form a balanced group. It wouldn't be perfect. But they wouldn't try to destroy us either. Ach, witzig. Sehr cool. Ach, man kann immer nur zwei mitnehmen. Ach, das ist doch doof. Eigentlich muss ich den anderen mitnehmen, weil ich brauche, glaube ich, Seth, um diese ganzen Kletterpassagen zu machen. Ach, wieso kann man denn nur zwei mitnehmen? Es ist sowieso immer nur einer aktiv. Dann kann man doch auch alle drei quasi im Gepäck haben. These frames were built for demolition, right, Duncan? Well, let's smash some stuff. Erst noch, ob hier noch vielleicht irgendwas sich versteckt. Scheinbar nicht. Was ist das für ein was Dunkles da? Eigenartig. So, sonst ist hier anscheinend nichts mehr.
on, Duncan. Ah. Come on, Mac. Smash that, Duncan. Sehr gut. Die Frage, ob noch ein vierter Roboter, ob noch was fehlt oder ob wir jetzt alle haben. Auf jeden Fall das hier mal zerschlagen lassen, ob da was drin ist. Bash it, Duncan. Sehr gut. Und hier ist irgendwie... Ah, da vorne ist es. January 2084. Those mandate fools. The data package they sent didn't just affect the core bots. It modified the prime core as well. When I asked them why, they refused to answer. They said, they accused me of overstepping my authority when I chose not to wake the other crew. When I explained why, they questioned my judgment. The same idiots who might have disabled every core bot on this planet and the entire terraforming system questioned my judgment? I refuse to accept any more of their transmissions until I can be sure they aren't hiding something else. If they want to insult me with more accusations, they can do it face to face when they reach Mario. For the next 5 years, I am still the leader of this project. I will do whatever is necessary to protect it. Er ist wahnsinnig geworden. Achso, das kann man so. Ach komm! Duncan Level Up, obwohl er gerade gar nicht aktiv ist. Vielleicht leveln die auch, wenn sie einfach nur dabei sind.
Ah, wahrscheinlich jetzt für Duncan. Look at this place. No wonder it's off limits. The shifting sands. Better keep an eye out for storms. I read you loud and clear, Violet. Okay. Open up. Meet you at the nearest transfer plane. Got it. Wonder what's so important. Forward frame. Go to the Renegade Vault, claim your tier 8 NK. Okay. Ach du Scheiße. Okay, die sind anscheinend stark. Ganz schön stark, ey. Hui, ey. Wie kommt man denn da hoch? Allerdings einen kann man umboxen. Dein Bild, bist du am Zeichnen? Was? Ich hab Inventory full? Wusste nicht mal, dass es geht.
Okay, da muss ich auf jeden Fall sehen. Dass wir beim nächsten Schnellreisepunkt mein Inventar mal ablade. Oh Mann. Aber ich sehe irgendwie keinen Schnellreisepunkt. Wo konnte denn hier einer sein? Ach, es ist doch jetzt aber auch doof, hier rumzulaufen und die Sachen nicht mitnehmen zu können, die ich hier an dich finden würde. Eigentlich sind hier immer jede Menge Schnellreisepunkte. Aktuell finde ich keinen. Ja, das kenne ich auch. Zum Beispiel beim Zocken. Dann ist es besser, einfach Schluss zu machen und am nächsten Tag sieht das gleich alles viel besser aus wieder. Ja, danke schön. Na dann, gute Nacht. Vielen Dank fürs Zusehen. There's the E-Tower. But how do we get there? Through the Warren? You mean the E-Turner Refinery? Well, it won't belong to Victor for long. Come on. Bis zum nächsten Mal. So. Was ist denn da schon wieder an? Oh Gott, ey, sind wir stark. Erstmal diese ganzen kleinen Insektenviecher killen, ey. Hey Tobe! Mit dem, das sie gezeichnet hat. Ich weiß jetzt nicht, welches das war. Turn up the heat. Wieso resist? Ach, nun geht doch kaputt! Nein! Ach, wieso? Ja, das bezweifle ich.
Das guckt ja keiner. Mann, ich suche eigentlich gerade einen Quick-Travel-Punkt, weil mein Inventar ist voll. Aber ich mag jetzt auch nicht zurück und dann das hier nochmal alles machen. Andererseits... Keine Ahnung, wie lange das jetzt noch ist. Ach, vielleicht quick travel ich doch nach Hause. Nach Hause.